So, mein, und was haben wir denn hier? Es schaut toll. Mit oder ohne Secrets? Oh Mann, ich habe jetzt die Datei geschlossen, wo das drin steht. Muss ich die wieder suchen gehen? So, point me, nein. Wo ist dann? Da. Okay, kein Secret. Mann, ich hätte eigentlich auch die Farbe vom Level sehen können. Egal. Demos, ich hab's geschafft. Die Musik, von wo kommt die? Ah, die ist wirklich selbst. Los. Mami? Mami? Levitus, was zur Hölle? Bin ich auf Droge? Okay. Levitus 1.6 stand da. Ah, Mist. Wirklich. Uah. Geh weg von mir. Du hast keine Augen, geh weg. Mir gefällt das hier überhaupt nicht. Das ist sehr unheimlich hier. Was sind das hier für Stimmen? Was zur Hölle ist hier los? Yay, Midpoint. Okay. Nein! Hab ganz vergessen, dass man hier so easy von der Plattform runterkommt. Alles wird wieder gut. Was zur Hölle ist hier los? Wer bist du? Warum? Warum? Was? Was ist hier? Nein! Was ist hier los? Und ich mag die Leitern und was oder was auch immer an diesem. Ja, alles gut. Ich mag einfach verschiedene Sachen in diesem System hier nicht. Und dazu gehört auf jeden Fall dieses Monster da und auch noch dieser Gegner da. Hier muss man einfach durchwaschen. Hier war irgendwo was drin. Drittes was? Es war das dritte. Okay. Also ich mag das Leitersystem hier überhaupt nicht. Weil irgendwie klappt das überhaupt nicht. Habe ich schon gesagt, dass das überhaupt nicht klappt. Das hier was? Nee, das hier. Okay. Okay. Hör doch auf, mich zu verarschen und gib mir einfach das Ende, bitte. Was ist da? Ich hab hier noch nichts Kurzes gefunden. Bitte lass mich hier raus.
Okay. Hier muss ich schnell machen. Wegen dem Geist. Gut. Hier, nee, da. Nee, hier. Natürlich. Okay. Und weiter. Lass mich einfach durch. Rein da. Was war das? Weg hier. Was? Was ist hier los? Mami? So, nächstes Level. Das wäre dann, was steht auf dem Plan? Nee, das ist Facebook, das interessiert niemand. Nee, das ist meine Chemieprüfung, bla bla bla. So, ich bin so hinten drin. Mann. Wie weit ist er heute denn? Heute? Ja. Static Life, Schuhsohn, okay. Ja, natürlich. Presents! Sag mal, wie hält mich irgendwie jemand? Das, die Musik dann. Kann man, ne? Was? Original! Nicht! Was ist heute los? Was zur Hölle ist hier nur los? Die Musik herbekommt mir sehr bekannt vor. Also nicht das Rauschen, sondern das andere. Und noch ein Rauschen genau hier. Das hier kommt mir sehr bekannt vor. Was? Sag mal. Was ist das denn los? Wo kommt hier die Musik? Yume Nikki, ist das nicht das eine Spiel da, das sehr seltsam ist? Hallo? Was? So, meine und was? Ist hier nur los. Kann ich hier runter? Ja. Okay, haben wir mal einen Schlüssel. Gut. Moin, stirb. Gib mir mal einen Schlüssel wieder. Danke. Okay. Moin! Stipp! Musik, pump an! Was ist hier nur los? Mein Hirn explodiert! Ab? Was? Never end the end is the na was? Is end is never
The end is never. Okay. Die Musik ist doch von Final Fantasy. Ah ja. Final Fantasy 10. Hallo? Tut ihr mir weh? Sterb doch einfach. Du auch. War das alles? Nein, da fehlt doch noch irgendwas. Irgendwas habe ich verpasst. Kann ja nicht sein. Da gibt es noch ein extra Ende für nur unsere geliebte Iris. Schauen wir nochmal nach. So, was ist denn jetzt auf dieser Seite? Okay. Hallo? Mui? Das wird immer mehr unheimlich. Was zur Hölle ist hier nur los? Ist das die reale Welt? Hallo? Rot ist Wärme, blau schützt uns vor den Geistern, grün ist Essen. Da geht's weiter. Kann ich da hoch? Ja, das geht. Okay. Ich will da hoch. Okay. Oh, das ist ja rutschig. Egal, da oben wird was sein. Ich weiß es. Das wird mein Schatz sein. Okay. Mist. Was willst du mich veräppeln? Ich will auch. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Komm. Mist. Wenn da oben jetzt nur ein Raucoin ist, dann drehe ich vielleicht durch. Timing habe ich noch nicht drauf. Wenn ich oben springe, jetzt, okay. Okay, es ist nur für ein paar Leben. Aber wenn ich schon hier bin, kann ich es ja trotzdem versuchen. Uah. Mist. Oh, Mist. Zack. Mist. Zack. Sag mal, Musik, ne? Die könnten aber auch wieder starten, ne? Wow! Musik. Und das ist doch egal, wer braucht schon Musik? Ah. Nein, komm her, komm her, komm her. Okay. Das wird immer unheimlicher. Yumaniki, das ist doch das eine Spiel, das komplett hirnverbrannt ist. In so ein Japano-Spiel. Egal, dieses Level ist mehr interessant und weniger. Ist ein typisches Mindfuck-Level. Weil schwer ist es eigentlich nicht. Weil ich hatte ja schon fast gestern geragequittet. Also für mich war das heute. Oh Mann. Das ist ein Labyrinth, bitte sag mir, dass es kein Labyrinth ist.
scheint ein Labyrinth zu sein. Yay! Was haben wir hier? Kann ich damit jetzt durch die Täuschungen des Lebens schauen? Ist blau, schützblau jetzt vor mir selbst? Ich habe irgendwie keinen blassen Schimmer, was ich tun soll. Kann ich hier nochmal zurückgehen? Ja. Kann ich hier irgendwie fliegen? Ich nehme an, es geht trotzdem hier hinten weiter. Also nochmal. Anfang Mist. Ist also tatsächlich ein Ärger. Mist. Wirklich, 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 einfach nur wirklich. So, Plan Nummer 1, alles killen, damit die mich nicht mehr stören. Haha, das wird der Trick sein, weil ich weiß jetzt, wie dieses doofe Spiel geht. Oh Mann, natürlich verkacke ich mal wieder. Zumal diese eigenartigen Plattformen hier verwirren mich einfach nur ganz viel. Egal, komm, Power Up. Das jetzt nicht verschwenden. Genauso, einfach alles zermetzeln. Okay, die sind dagegen immun. Gut. Du bist auch dagegen immun, ja. Tschüss. Okay. Mist! Ich immer wieder, dass die grünen Dinger auch Plattformen sind. Okay, hier darf ich jetzt nicht sterben. Was? So. Gut. Nice. So, was haben wir hier rechts? Wirklich. Okay. Hier bin ich wieder hier unten, ne? Jo. Okay, es wird da nicht abbiegen. Muss ich mir behalten, erhalten. So. Das bedeutet also hier hoch. Ich kenne wir mal schnell, komm her. Headshot!
Okay, und jetzt. Was zur Hölle ist denn mit dir? Du bist das, was uns warm hält. Ah, ich verstehe schon. Okay, ich habe nichts gesagt. Du bist ein typischer Ludwig, heißt der, ne? Okay. Wie, das war das Ende? Nein. Hä? Was? Was ist los? Mein Kopf explodiert! Aber ich hab einen magischen Stab, der Feuer spuckt. Warum hat das als Level? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Moment. Schutsche. Was? Warum hat das als Level? Geheimgang. Mein Konto. Oh, Demo. Listen to the tragic tale of a cyclotic race and the horrid tale of horrid siblings. And me. Due to their innate abilities to survive most mortal blows after consuming red radishes, the armless bipedal Cyclops demons were seen as the perfect minion for the great space masters of space. Many of the Cyclopses were put to work in the great leak mines of Utopia. Those who opposed were thrown into the treacherous muncher pits of Munchtopia. They were only fed when they weren't big, and even then, only when they were needed. Many starved to death several times in a row before being fed. Brainwashing was the best way to keep the Cyclopses in line. Do you eat food, Demo? Don't eat food! It's the government's way of getting in your head! They eventually staged a grand rebellion called the Grand Rebellion, after they discovered the ability to shoot balls of fire from their eyes. They were forced to be reckoned with. They were known across the universe as the Great Cyclops Grand Rebellion. Unfortunately, the revolution was staged during the Great Green Radish Famine of October. Cyclopses starved to death, were revived and then starved to death again. Eventually, the armless bipedal cycloptic demons were... Wait, armless bipedal cycloptic demons? That's ABCD! Anyway, the armless bipedal cycloptic demons all went extinct. Starved to complete death. Very sad. Never again will they graze in the Cyclop Hills or enjoy the yearly cycloptic hibernation. Not will they return to the cycloptic river in which they were born. Nor will they crave their delicious cycloptic honey. So sad. Months passed. A crazed psycho, known only as the artist, learned of the cyclotic race from a book he found in the old library found in the ancient monastery up far away into the north, and sought to clone the fabled cyclotic race as brainwashed minions to assist him in conquering the galaxy. Science was the artist's first attempt at creating a cyclotic life form. From resilience in his body, he deteriorated down to a curious floating eyeball shortly following his creation. As technology progressed, he was equipped with an unidentified flying object that allowed him to ask questions to satisfy his curiosity. Since then, he's built up a sizable amount of knowledge, but his hardware isn't developed enough for him to speak more than a few broken words at once. He tends to slowly take charge over the other siblings and is currently in search of the Super Leaks across the multiverse. Recently, he upgraded himself and looks terribly out of place, unbugged by it. Pandemona was the second Cyclops created. Attempting to rectify the mistakes made while creating the science, the artist added nails during the creation process to increase resilience. Due to this, she came out extremely unstable and had to be put in a box to limit her power. The worst combination imaginable, powerful and incredibly paranoid. Dense as a brick, she will shoot at anything and everything moving in her direction. You seem to have had no trouble with her so far. I would suggest avoiding her in the future, though. She's very power-crazed and out for your blood in particular. The artist's next attempt at creating the perfect minion was Garrosh, the Lord of the Cuckoo.
Believing he was on the correct path previously, the artist added less nails to Garrus, but clearly didn't add enough, as Garrus came out all slimy and melting. Suffering from an obvious Napoleon complex, Garrus believes himself to be the greatest of all the siblings. He's fiercely militaristic, and declared himself the honorary leader of the Cyclops race. None of us take this seriously, though. Not because he's an incompetent leader, more because he's a kind of just a slimy, objectivist jerk. He recently adopted the name Johnson McCain for himself, weirdo. The artist felt that nails may have been a cause of the violence and stupidity prevalent in the previous two siblings, so he decided to spice it up and use a peaceful flower for his next attempt. Due to this, Nevada came out a little weird and poisonous. Lacking legs, he's forced to stand on his head at all times. Although very content with nature and grass and stuff, he's very shy and jittery. He is downright obsessed with plants and enjoys tending to impressive gardens. He's fiercely antagonistic towards vegetarians and omnivores, and only eats meat and people, especially those he's unfamiliar with. If you encounter him, pretend to like plants a lot. He may be chivalrous enough to spare you. For Michi, the artist decided to add a pool noodle. This, of course, gave her intense psychic powers. She's a real downer to talk to. Briefly calm, cold, apathetic, occasionally sarcastic, and very extremely super nihilistic, I don't trust her in the slightest. I always wear a tinfoil hat when I'm around her to block her evil mind control powers. Her psychic powers allow her to do many creepy and weird things. She's very lazy and emotionless, though, and tends to mostly use them to teach ants to feel pain. I believe she's in league with the government. I would totally watch my back if I were you. She loves to play mind games. Animals and bitches. And double fantasy, she's a John Lennon fan. Who's created next? Garrus speaks of fire as the catalyst in my creation. I'm perfect in every way, and there's no reason to dwell on me. Calliope is weird. The catalyst for her was in Japan. Japan as the universal constant is now. Calliope is a shapeshifter. However, she doesn't have full control over this ability of hers, so she can easily become quite hectic and stressed once something goes wrong. In her true form, she looks like any of the other siblings. One eye, no arms and such, but whatever she shapes into only has one eye. She's a huge fan of a strange, forgotten culture that bewilders and amuses our greatest historians. She tends to teleport herself between different worlds and dimensions and often takes on a role fitting to the situation with devoted devotion due to her schizophrenia. And then the artist made you two, Demo and Iris. The catalysts of you were the exact opposite of the previous catalysts. A bunch of packing peanuts, a slab of meat, a lead weight, asbestos, and most importantly, a kangaroo. Somewhere along the line, you two escaped his brainwashing powers and found a new home with one of the masters of space. It's now up to you, Demo, to free your other siblings from the evil brainwashing as you freed me. Go forth, yon Demo, and smite thine enemies. Be on the lookout for that tricky government that will try to impede your progress. Good luck. Oh, wie süß. Oh Mann. So, ich hatte da eine Szene übersprungen, weil, ja, wie soll ich das sagen? Ja, 10 Minuten maximal. 10 Minuten war fast vorbei. Ich habe einfach einen Punkt genommen, wo ich gedacht hatte, es am wenigsten stört. Okay, schauen wir mal, ob wir dieses Level hier auch noch schnell beenden können. Einfach sitzen und hoffen, dass es klappt. Was zur Hölle? Okay, ich hab jetzt kurz... Was? Oh Mann, das gefällt mir so sehr. Okay. Was? Pop of 1000 Dreams? Okay, it's a secret to everybody. Okay. Jedoch frage ich mich...
Granit. Okay, das ist ja, wohin führt das hier? Also damit haben wir jetzt diese Welt hier geschafft. Jedoch wird es jetzt... Was? Immer härter? Oh, Paul. Komm mal mit. Oh, Mann. Okay. In Ordnung. Das bedeutet, wir haben jetzt hier alles. Ja, dann, ja, ich hab noch ein wenig Zeit. Komm, wir gehen mal schnell, sehr schnell. Also, nächste Welt wäre dann die da. Jedoch. Fantastic, da müssen wir eigentlich was freigeschaltet haben. Und das schauen wir uns mal an. Und dann vielleicht auch noch. Haben wir noch was im Schiff selbst freigeschaltet? Oh, das schaue ich mir nachher auch an. Habe ich mir überhaupt jemals das hier angesehen? Nee, ich meine das hier. Was zur Hölle? Ah, ist nur Reklame. Werbung. Ja, hier war der Musikcode. Da war die Anibiothek. Das ist neu. Was haben wir hier? Ah, ne, das haben wir auch schon. Okay, dann 72, nichts Neues. In Ordnung, ja dann. Anscheinend gibt es nichts Neues. Also schauen wir uns mal die nächste Welt an, weil ich hier ja vielleicht speichern kann. Okay. Ja, nächstes Mal dann die Cutscene von diesem netten Planeten hier. Also dann Leute, ciao, ciao, bis nächstes Mal, euer Griffion. Ciao, ciao!